Oh, da bin ich schon wieder. Und dann war ja, die Woche war ja die Closed Beta von Blood Bowl dann zu Ende. Das Spiel war Mist. Ich habe es nie wieder zum Laufen, deswegen kam da kein Stream mehr zu. Und auch nichts weiteres auf YouTube, weil einfach nichts funktioniert hat. Sehr deprimierend. Die wollten eigentlich noch mal eine Umfrage an die Beta-Teilnehmer rumschicken. Aber irgendwie kam noch keine Mail. Ich glaube, die drücken sich davor. Würde ich nach dem Feedback, das sie teilweise gekriegt haben, mich auch nicht trauen. Weil die haben zwischendurch einen Patch eingespielt. Es soll dann wohl möglich gewesen sein, für viele wieder zu spielen, aber bei mir hat es nicht geklappt. Also jedenfalls nicht online. Und das Spiel ergibt offline einfach keinen Sinn. Ich muss meine Straße immer noch verlegen. Ach, du hast angefangen zu arbeiten. Okay, dann gibt es bald einen epischen Mechanismus, der geklaut werden kann. Es wird ja eh alles geklaut, ist nicht schlimm. Sollen sie es haben? Und ja, gut. Hier jetzt. Genau, die Pumpen. Hier unten die Pumpe. Oh, die ist auch fertig. Perfekt. Direkt die nächste. Keine Zeit verlieren. Needs Screwtrap Component. Was fehlt mir denn jetzt? War doch richtig. M. Upam. Hieß das Screwtrap Component. Haben wir doch. Wir haben das doch. Also ich habe das vor extra. Ich habe das doch extra nochmal nachgebaut. Das haben wir sogar erledigt. Die fünf Corkscrews, die wir nochmal hergestellt haben. Pipe Sections und so hatten wir genug. Oder haben sie da irgendwas, weil sie es fallen gelassen haben hier oben auf der Treppe? Ne, haben sie auch weggeräumt. Da liegt nicht mehr die Pipe Section. Oh nein. Wer haut da jetzt schon wieder wen? Der Carpenter und der Gläser? Oder ist das jetzt die Bestrafung gewesen von unserem Dings? Carpenter ist fighting. Ach so. Der Mason ist auch fighting. Guck mal hier, der Captain hat direkt gegen beide gekämpft? Nein. Doch. Der Captain haut gleich beide. Der hat gewartet, bis sie auf einem Punkt stehen und gesagt, so, jetzt werdet ihr zusammen bestraft. Also Claylim ist und Nomal sind beide jetzt verwundet. So, das ist Nomal. Das war die falsche Taste. So, Nomal ist ein bisschen angeschlagen. Und wo ist unser Claylim? Schon im Krankenhaus oder so? Ja, scheint so. Wenn das Glalem ist. Jo, der hat aber. Ja, gut. Ja, dein fünfter C am linken Fuß ist leicht angeschlagen. Mensch, die jammern auch immer, ne? Hat ihm der Captain of the Guard einmal kräftig auf den Fuß getreten und schon muss der ins Krankenhaus. Sind wir dann jetzt mit dem ganzen Justice-Sachen durch? Nee, es wird ja wieder was geklaut. Stimmt, da war ja was. Wo wir noch keine Zeugen für haben. Das ist doof. Kaufen wir einfach wieder alles? Ich kann nicht traden, weil unser Borker gerade am Trainieren ist. Ach, das Problem schon wieder. Der Borker im Militär. Ja. Ach, sind eh noch nicht alle da. Da kommen noch die ganzen. Alter, da kommen aber noch einige. Da auch wieder so ein. Ja, da ist wieder so eine Leibwache mit Krüppelfuß. Das ist aber nicht schlimm. Die Zeit haben wir dann halt. So viel Zeit muss sein. Kann ich jetzt meine dämliche Pumpe bauen? Need Ground on die Maschine. Jetzt funktioniert das. So, jetzt pumpen wir von Süden. So, Chert ist da, Corkscrews sind da, Pipe Sections sind da. Danach noch 1, 2, 3. Ah, wir. Vielleicht schaffen wir es heute. Weil wir eigentlich nur noch 6 Pumpen bauen müssen. Denn das Channeln für die Magma da unten, da mache ich mir wenig Sorgen.
Das komische Floodgate hatte ich irgendwo hier unten reingesetzt, ne? Da war's, oder? Nee. War das nicht irgendwo hier? Ich hatte hier unten nochmal ein Floodgate gesetzt. Oder auch nicht. Welches Floodgate ist das? Zula, Magma, Zulauf, Floodgate. Kann ich sowas suchen? Ist denn ein Magma-Zulauf-Floodgate? Das könnte sowas sein, aber es ist es nicht. Das ist nämlich die Magma-Brücke. Ich hätte halt gedacht, dass das hier ist, ne? Also da wollt. Achso, ich habe auf der falschen Ebene geguckt. So, hier irgendwo ist es. Es wird angezeigt. Okay, ist also doch richtig. Wenn man auf der richtigen Ebene guckt, dann klappt das auch. So, ist unser. F das schon alle da? Ja, gut, jetzt müsste ich jetzt theoretisch einmal unser Broker. Ist nochmal wer? Das ist Riss irgendwas. Der arbeitet in Tropie. Das heißt, Trop B ist jetzt erstmal inaktiv, damit unser Broker auch zum Traden kommt. Genau, da ist er. Unser Trader ist jetzt wieder frei. Geht jetzt wahrscheinlich erstmal was trinken, ne? Ne, Trader Depot. Muss nur ankommen. Dann können wir direkt anfangen. Dann handeln wir, kaufen wir einfach wieder alles. Dann können wir auch bald irgendwann wieder anfangen. Jetzt hoffe ich mal, dass noch Migranten kommen in diesem Quartal. Dass wir vielleicht die 100 wieder knacken. Dafür bräuchten wir ja nur 13 neue Migranten. Dann hätten wir das endlich wieder 100. Was hast du jetzt fertig? Ein Marble-Mechanismus. Ja, immerhin nicht aus Stoff. Das Marble-Mechanismus besteht aus. Oh, das ist aber. Okay. Es ist. Was hat es da? Oval Cut Visin Opal. Okay, ist es mit verziert. Encircled with Bands of Wound Marble Cabochons. Hühnchenleder. Und nochmal ein paar Chert Cabochons. Das Objects. Was hat er da noch? Sind Ringe aus Marmor dran und Katzenleder. Und hat Spitzen aus Candlenut und Feueragat, also aus Holz. Okay, super. Das sieht to technisch, wird das bestimmt total super funktionieren. Da drauf ist ein Bild von einem Minotaurus und einem Elfen. Der Elf schlägt den Minotaurus kaputt. Okay. Haben wir jetzt tatsächlich ein Bild auf einem von unseren Mechanismen, wo ein Elf eine Heldentat verbringt? Aus dem Jahr 66? Was wollen wir damit? Wir wollen keine Heldentaten von irgendwelchen Elfen auf unseren Sachen haben. Das gehört sich nicht. Wir hassen Elfen. So, wenn ich jetzt sage, ich will alles kaufen. Will ich alles kaufen? Nickelbarren und sowas? Ich will auch keine Cabochons oder sowas kaufen. Das braucht doch keiner. Ich brauche auch kein Glas. Ich brauche auch keine Seile. Waterskins haben wir jetzt bestimmt mehr als genug. Wir könnten die ganzen Käfige. Ich will die ganzen Käfige auch gar nicht haben. Also jedenfalls nicht mit irgendwelchen Viechern drin. Die Milch? Komm, wir nehmen mal Barrels und Milch. Das nehmen wir mal mit. Also hier die ganze Barrel-Reihe. Die Eimer nehmen wir auch mit. Hatten ja schon mal die
Ja, Silver Maze, Iron Pick Steel, Iron Crossbow. Nein, danke. So, haben wir das. Dann Adamant haben sie sowieso nicht. Stahl. Wir könnten auch Stahlrüstung noch mal gucken. Wir könnten auch noch mal hier so Stahlbrustplatte. Das klingt gut. Oh, guck mal, Stahl-Mail-Shirt. Guck mal, Roben. Was zum Anziehen? Leder-Torres, Cloak, 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 Socke, Socke. So, bei den Schuhen und so weiter, wenn dann alles nur in, also bei den Rüstungen, alles nur in Stahl und alles andere, was irgendwie Stoff und so weiter ist, das nehmen wir einfach mit. Damit sie wieder was zum Anziehen haben, ne? Die armen Zwerge. Noch zwei Stahlhelme. Ich glaube, unsere Stahlhelme sind meist eh von besserer Qualität. Wenn wir die herstellen, weil es halt unsere Zwerge sind. Unsere Zwerge sind besser. Nur noch ein paar Mitten. Glove. Noch mehr Mitten. Glove Mitten. Ja, nehmt das mal mit. So, Lederbeutel. Ich brauche keine Beutel. Ich brauche auch keine Samen. Wenn wir irgendwas haben, sind das halt Samen. Aber auch über 1000 Stück überall rumliegen. Mehl und sowas will ich auch nicht. Ich hätte gerne wieder Klamotten und sowas. Ich will auch keine Diamanten kaufen. Anvils brauchen wir auch nicht. Essen brauchen wir auch nicht. Noch mehr Essen. Wir brauchen Stoff, Leder, sowas. Brauchbare Sachen. Aber sowas verkaufen die einfach nicht mehr. Und doch hier. Kauf alles an Garn erstmal. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir ganz viele Trousers. Leggings, Kopf ab. So, dann kommen wir mal hier also die Hosen. Wolfslederhosen. Backpacks will keiner. Köcher will keiner. Ach, die großen Waffen will keiner. Käse? Warum nicht? Kaufen wir noch Käse? Also doch ein bisschen Essen kaufen. So, will ich noch Splints? Splints und Quanches brauchen wir immer mal. Und jetzt kommen die Bücher. Okay. Nicht über Leben und Tod, alles gut, können wir nehmen. Das ist das. Concern the value of skill, overall, bla bla. Es ist aber nicht sehr gut. Ist egal, könnt ihr trotzdem haben. Ist nicht aufholen. But not very good. Okay. Es ist nicht doof, aber auch nicht schön. Also man kann es lesen. Ja, wenn es sein muss, ne? Dann lesen sie das auch. So, das sind irgendwelche Karten. Da steht zumindest Karten drauf. Ich glaube dem aber nicht. Wie man Karten herstellt? Nee. Oh, jetzt kommen die Kodizes. Kodizes glaube ich immer noch nicht, dass da es um Leben und Tod geht. Aber es wird trotzdem jedes Mal geprüft. Ich habe einfach noch immer keine Lust. Ich werde mir mein Buch über einen Turm holen, indem ich es angreife. Aber ich werde es jetzt nicht kaufen. Das kann sich unsere Festung noch nicht oder immer noch nicht wieder leisten. So, der Wasserkreislauf auch schön. So, zieht, 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 zieht. So, jetzt haben wir jetzt hier Value 21.500. Ist nicht schlimm, können die Küsten hier direkt loswerden. Finished Goods Bin. Hier drinne ist was Teures. Da ist ein Artefakt drinne. Alter, wollen wir das einfach verkaufen? Ich bin gerade unschlüssig, ob jetzt. Ich glaube, es zu verkaufen ist.
schlimmer? Also wegen deren Laune, so ungefähr? Also der Hersteller wird doch bestimmt traurig sein, wenn er mitkriegt, dass wir die Artefakte von ihm verkauft haben. Also ist zumindest meine aktuelle Vermutung. So, und dann nehmen wir die Kiste noch. Und dann hat er jetzt ein Value von, also Profit von fast 11.000. Sollte ja wohl reichen, oder? Trade. Jo. Fertig. So, Trader wird nicht mehr benötigt. Wir sind fertig. Das heißt, wir können euch auch wieder auf Aktiv und Training setzen. Damit der Trader direkt mal wieder weitermacht mit seinem Kampftraining. Nicht Mace Lord Daria. Du sollst eine Axt schnappen. So, es gab halt ein bisschen Stoff. Es gab ein, aber glaube ich kein Leder, ne? Es gab kein Leder, soweit ich das gesehen habe. Unser Wert, der schnellt in die Höhe. 600.000 plus innerhalb der kurzen Zeit. Das muss am Adamantium liegen. Gut, dazu kommt noch das eine Artefakt. Das hat natürlich auch einen gewissen Wert. Vielleicht haben wir auch einfach ganz viele epische Marmorstühle hergestellt. Und Tische, meine ich. So, jetzt brauchen wir gleich noch 9 Tische. Dann haben wir die große Halle wieder fertig. Das heißt, wie viele kriegen wir jetzt dran? An einem sitzen 18. 672. 72 Zwerge können gleichzeitig essen und trinken. Also fast alle, die wir haben. In einer voll ausgebauten Festung, wenn wir alle Leute wieder haben, ist es halt knapp ein Drittel. Was nicht schlimm ist. Und ist der Chert ausgegangen wieder, ne? Das könnte wieder das Problem sein. Das heißt, wir holen uns hin, hier ist der Chert und Marmor. Ne, warte mal. Muss ich anders machen. Das ergibt so sonst irgendwie... Sieht das nachher nicht schön aus. Wenn ich jetzt hier so mache und so mache, sieht wahrscheinlich immer noch nicht schön aus, aber es ist was. Wird zu viel. So. Und das ergibt so auch keinen Sinn, weil ich den Anfang nicht mitgenommen habe. Also zum einen habe ich das hier nämlich, glaube ich, so gemacht. Da wäre aber ganz jetzt durchgezogen. Da fängt das hier oben an, ne? Kann man auch machen. Macht man das so? Zieht danach die Gänge hoch, ne? Ja, warum nicht? Nehmen wir das hier auch noch raus. Und das hier? Wie das gleich aussieht, muss ich das ja so machen, ne? Jeden zweiten. So. Das ist nicht schön, aber selten.